Jetzt fang halt einmal bitte an. Was soll ich anfangen? Haben wir doch ausgemacht, jetzt stell dich nicht so an. Ach so, okay. Auf deine Verantwortung. Liebe Freunde, ich kann nichts dafür, der war's. Heute, Freunde, wird's was geben. Ich backe euch ein Christstollen. Wie der ausschaut, was man braucht, zeige ich euch nach dem Intro auch. Und wir waren bravo, gut gemacht. Grüß euch, da bin ich wieder, der Ulfi. Herzlich willkommen in meiner Weihnachtsbackstube diesmal. Nach dieser Gesangseinlage möchte ich euch kurz zeigen, was wir für meinen Christstollen brauchen. Sind natürlich ein paar mehr Zutaten, wie man es normalerweise braucht für was anderes, aber ich verspreche es, es lohnt sich. Und wenn euch das gefällt, was ich da heute backe, bitte lasst mir ein Like da, einen netten Kommentar oder ein Abo. Vieles von dem, was ich hier habe, habe ich selber gemacht. Müsst ihr natürlich nicht machen, dass ihr die Sache von mir nachmacht. Aber es wäre schön, weil es schmeckt besser, macht Spaß beim Herstellen und ja, man weiß, was drin ist. Wir brauchen Mehl Typ 405. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch unten rein, das wäre jetzt zu umfangreich. Wir brauchen lauwarme Milch, gehackte Mandeln, Zucker. Hier habe ich 100 Gramm Rosinen drin und hier 100 Gramm Korinthen. Beides habe ich vor 4 Stunden eingelegt in Rum. Wir brauchen Butter für den Teig. Wir brauchen das Zitronat, das selber gemachte. Und hier das Orangeat. Ja. Wir brauchen Hefe, wir brauchen ein Ei. Wir brauchen, wenn der Stollen fertig ist, heiße geschmolzene Butter. Und Puderzucker, auch den habe ich selber gemacht. Alles, was ich selber gemacht habe, werde ich euch hier oben verlinken. Und, ja, Liebe und Fantasie ist das beste Gewürz. Das hier ist Stollengewürz, das habe ich selber gemacht. Das werde ich euch im Video zeigen, wie ich das mache. Zuerst geben wir den Zucker in den Kessel, das sind 80 Gramm, und einen gesamten, einen ganzen Hefewürfel geben wir hinein. So, sehr schön. Und einen schönen Schluck von der Milch. Milch habe ich 150 Gramm. Das verrühren wir jetzt. Geben etwas von dem gesiebten Mehl hinzu. Schön glatt rühren. Und dann bedecken wir das mit Mehl. So. Und das lassen wir jetzt ungefähr 20 Minuten hier ruhen. So.
20 Minuten sind vorbei, liebe Freunde, Schatz. Ja? Die Hefe hat gearbeitet. Was ich vorhin noch unterschlagen habe, eine Prise Salz. Wir geben jetzt das verbleibende Mehl hinzu, das Ei. Wenn es geht ohne Schale, die Butter. In Zimmertemperatur natürlich einen Teelöffel von dem Stollengewürz dazu. So, jetzt haben wir Mehl drin, Eier, Butter, Salz ist drin, Gewürze ist drin. Dann würde ich sagen, auch noch einen Tropfen Milch dazugeben. So, und jetzt hinein damit. Und das lassen wir jetzt rühren, bis sich der Teig vom Rand löst. Es muss ein schwerer Teig werden, es wird ja ein Stollen. So, der Teig hat sich gelöst vom Rand. Den gebe ich mir jetzt aufs Backblech, gebe heißes Wasser in eine Schüssel, gebe das auch aufs Backblech und dann werde ich beides in den kalten Ofen stellen und zwar so lange, bis der Teig die doppelte Größe erreicht hat. So, und in der Zwischenzeit werden wir uns die Füllung für den Stollen zubereiten. Jetzt richten wir uns die Waage ein. Wir benötigen von Zitronat und Orangeschale 50 Gramm. Ah, da geht so ein herrlicher, frischer, aromatischer Duft raus, ich schwöre es euch. So, plus minus, da wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst. Hier das Zitronat, Orangeschale. Ich kann euch das nicht beschreiben. Bitte macht das Zitronat-Orangeschale nach. Schaut euch das Video an, macht es nach und ihr werdet begeistert sein. Vor allem, wenn ihr vorhabt, selber einen Stollen zu backen. Das hier ist durch nichts zu ersetzen. Das ist genug. Das werden wir uns jetzt etwas zerkleinern. So, schaut her, wunderbar. So darf das sein. Ah, den Ofen heize ich jetzt auf Ober-Unterhitze. Auf 170, 175 Grad. Ein schöner, schwerer Hefeteig. So, wie wir es benötigen für einen guten Stollen. So, den kneten wir jetzt noch ein bisschen durch. Das mache ich per Hand. Ah, der lässt sich wunderbar bearbeiten. Schaut euch das an. Jetzt kommen die Korinthen und Rosinen hinein. So. Wunderbar. Und das dürfen wir uns jetzt hier einarbeiten. Durch die Rosinen und Korinthen, durch das Orangeschale ist natürlich der Teig jetzt etwas feuchter geworden. Deswegen gebe ich ja auch extra nochmal Mehl dazu. Gut, dann kommen wir jetzt an das Formen.
ja. Links und rechts kurz rein. Ja, da gibt es natürlich hier das Nudelholz, das kann man verwenden, damit man ein bisschen eine gleichmäßige Kuhle hat. Ja, ich mache das mit der Hand, weil ist halt so, ich mache es halt so. Okay. Bis der Ofen seine Temperatur hat, lassen wir den einfach ein bisschen ruhen. Und zwar zugedeckt. Und dann kommt er, wie gesagt, bei 170, 180 Grad Ober-Unterhitze bis 60 Minuten bleibt er drin. So, ich habe den Stollen jetzt eine halbe Stunde ruhen lassen und gebe ihn jetzt auf ein Backblech. Da ist eine wiederverwendbare Backfolie drauf, damit er uns der Stollen nicht anbrennt. So. Schaut der nicht schön aus, schaut euch das so. Der ist zwar da ein bisschen aufgerissen, aber das juckt mich gar nicht. Den lassen wir jetzt schön auskühlen. Und wenn er ausgekühlt ist, wird er weiter bearbeitet. So, liebe Freunde, der Stollen ist jetzt gut ausgekühlt. Jetzt bestreichen wir ihn mit 80 Gramm heißer Butter. Bitte heiß, wenn ich sage, meine ich heiß. Nicht einfach nur zerlaufene Butter, sondern wirklich heiße. So, ihr seht, ich bin da wirklich nicht sparsam. Und bitte verwendet richtige Butter, keine Margarine. Margarine schmeckt hier wirklich nicht. Zuerst kommt eine schöne Portion Zucker drauf. So, und dann Puderzucker. Auch hier braucht ihr bitte nicht zu sparen. Ihr seht, ihr braucht bitte nicht zu sparen. Das ist keine gute Idee. So, jetzt. Und dann wollen wir mal schauen, wie er nach dem Anschnitt ausschaut. Und jetzt wollen wir mal anschauen, was ich da fabriziert habe. Ich bin schon so neugierig. Er lässt sich wunderbar schneiden, Freunde. So, jetzt kommt der Moment der Momente. Achtung! Schaut der toll aus. Wow. Ein Gedicht. So. Na, wollen wir natürlich probieren, ne, gell? Ein Traum. Sieht man schön die Mandeln, schaut's her. Hier, dann das Orangeat, Zitronat hat sich versteckt. Aber das ist wurscht, hauptsächlich ich schmeck's. Gut, ich probier's. Jetzt Weihnachts schon ganz schön bei mir. Das ganze Haus riecht nach dem Stollen. Liebe Freunde, für mich war es recht schön, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank nochmal dafür. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, hat es euch gefallen? Lasst mir ein Like da.
schreibt es mir einen netten Kommentar unten hinein. Oder abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, der Wolfi.